Harald Töpfer vorm Fuchsbau. Die Wiesler-Brüder parkten den silbernen Volkswagen vor einem heruntergekommenen Lokal, über dessen mit Rollladen verhangenem Fenster Fuchsbau auf einem billigen Leuchtschild stand. Lächerliche Füchse mit Narrenkappen strahlten Harald von beiden Seiten des Schriftzuges an. Er las auf dem Schild auch, dass es sich dabei um ein kölsches Dartbistro handelte, so dass man meinen konnte, dort würden nur betrunkene Arbeitslose einkehren, was, wie Harald überlegte, vermutlich stimmte. Über dem Erdgeschoss setzte sich das Haus mit karminroten Ziegeln weiter fort. Es war so hoch, dass eine neunköpfige Familie dort problemlos unterkommen konnte. Die Wiesler-Familie hatte allerdings nur die Wohnung im zweiten Stock gemietet. Um den Eingang herum lagen haufenweise leere Bierdosen und hier und da eine zerschmetterte Glasflasche. »Nichts Besonderes«, sagte Ronald. »Es ist toll«, sagte Harald glücklich und dachte zurück an die Babyklappe. Sie stiegen aus und wollten sich schon durch die Eingangstür mogeln, da öffnete sich ein Fenster im zweiten Stock und eine fette Mutter mit knallrotem Gesicht und ebenso roten Haaren steckte ihren Kopf heraus. »Ihr, was fällt euch ein, einfach so über Nacht abzuhauen, ohne Bescheid zu sagen?« schrie sie ihre drei Söhne an. »Ihr braucht mir gar nicht mehr ins Haus zu kommen«, rief sie und schloss das Fenster wieder, bevor einer der drei Wieslers etwas sagen konnte. »Toll«, meinte Ronald zu Harald, »jetzt hast du meine Mutter kennengelernt.« Harald guckte sich weiterhin begeistert am Wohnort seines besten Freundes um, während die Wiesler-Zwillinge gar nicht angetan waren, von der Strafe ausgesperrt worden zu sein. »Besorgen wir uns erstmal Frühstück«, schlug Frederik vor und kramte ein wenig Muggelgeld aus seiner Tasche hervor. »Wohin gehen wir denn?«, fragte Harald neugierig. »Dahin, wo wir immer hingehen, wenn das Geld knapp wird«, antwortete Georg und deutete auf das Gebäude, das gleich links an den Fuchsbau angrenzte. »King's Pizza!« Der schäbige Pizzaladen, der Harald erst jetzt auffiel, war ebenso wie der Fuchsbau mit Rollladen verbarrikadiert und von außen nicht einsehbar. Doch obwohl er nicht den Eindruck machte, dass geöffnet war, ließ man die vier Jungen eintreten und sie machten sich gleich an ihre Bestellungen. »Zwei Pizzastücke Margherita«, bestellte Frederik routiniert. »Ich nehme eins mit Thunfisch«, sagte Ronald. Harald kam sich vor wie im Himmel. Hypnotisiert starrte er auf die riesige Karte des Pizza-Imbisses, die sich in Form eines riesigen Leuchtschildes über die Wand hinter der Theke erstreckte. Harald hatte noch nie in seinem Leben eine Pizza gegessen. Solch kulinarische Ausgefallenheit kannte er nur aus Filmen und Werbung, die er heimlich in seltenen Glücksmomenten im Fernsehen im Kinderheim hatte erhaschen können. Nun war er selbst im Begriff, eine eigene Pizza für sich selbst zu bestellen. Und das für günstige 2 Euro. »Entscheid dich langsam mal«, drängte Ronald. »Sie haben nur Thunfisch, Salami und Margherita. So groß ist die Auswahl doch nicht.« Nach langem Entscheiden entschied sich Harald bei seiner Entscheidung für Salami. Er und die drei Wiesler-Brüder saßen nun auf zerlöcherten Barhockern um einen kleinen Tisch herum. Das Mobiliar der Pizzeria ließ die miefigen Sitze der Deutschen Bahn, die sie nach Hackwärts bringen würde, geradezu nobel aussehen. Harald konnte es kaum abwarten, zurück an die Zauberschule zu gehen. Er hatte bereits an seinem ersten Ferientag versucht, von den Dösis abzuhauen und sich zurück in die Schule zu schleichen. Doch sie war ohne Zauberei tatsächlich unmöglich zu finden, spuckte Google Maps doch 0 Treffer für Hackwärts aus. »Jetzt zeigen wir dir unseren Trick«, sagte Georg verschmitzt, nachdem sie ihre Pizzen aufgegessen hatten. Er ging mit seiner leeren Pappschale, auf der die Pizza gelegen hatte, zum Tresen und hielt sie dem ausgebeuteten Mindestlöhner hin. »Entschuldigung«, begann Georg, »aber draußen auf ihrem Schild stand Pizzastücke ganztägig. Ich habe dieses Stück Pizza aber erst vor weniger als einer halben Stunde gekauft. Meinen Freunden geht es genauso.
Sie werden mir wohl zustimmen, wenn ich sage, dass man diese Pizzastücke wohl kaum als ganztägig bezeichnen kann. Der Mann hinter der Theke machte große Augen. Wir wollen jetzt sofort richtige ganztägige Pizzastücke, die einen ganzen Tag lang halten und uns satt machen, forderte Georg. Auch Ronald und Frederik waren mit ihren leeren Schalen an den Tresen gekommen. Harald tat es ihnen gleich und fragte sich, ob es in einer Muggelpizzeria so etwas wie ganztägige Pizza überhaupt geben konnte. Doch leider sollte diese Frage unbeantwortet bleiben, weil der Schreiberin die Geschichte an dieser Stelle selbst zu blöd wurde und sie ihre Tätigkeit augenblicklich einstellte.